Also, meine Damen und Herren, willkommen zu der Physiotherapie mit Frau Jenda. Wir haben heute eine Schulteroperation zu behandeln. Also, die Schulter wurde operiert und jetzt geht es darum, die Beweglichkeit zu verbessern und die Kraft zu verbessern. Und eigentlich bei mir geht es eben auch um die Schönheit zu erreichen, wenn man sie nicht verbessern kann. Entweder ist sie schon da, dann wird sie verbessert oder sie wird erreicht. Erst durch Bewegen. Ziehe die Schulter hoch und runter. Und hoch und schon mit den Knien auch schön mit hoch und runter. Und hier schon der Element ist da mit den Handflächen, ja, dass ich bewusst mich konzentriere auf die Handfläche. Und schiebe sie, als ob ich den Boden berühren würde. Hoch und runter. Und einatmen und runterdrücken. Einatmen und runterdrücken. Und jetzt machen wir das gegensätzlich. Wenn die Hände hochgehen, gehen die Knie herunter. Wenn die Hände runtergehen, gehen die Knie wird gestreckt. Ja. Und hoch und Hals lang. Okay, gut. Jetzt gehen die Schulter nach vorne, Schulterkugel zu dem Kinn und Schulterblätter zusammen. Ja, nach hinten. Schulter vor und Schulter zurück. Schulter vor und Schulter zurück. Ja. Und wieder, ich kann, wie ich sage oft, es geht um Erlebnisse im eigenen Leib. Man muss sich in seinem eigenen Leib damit anfreunden, wo die Schulterblätter sind, wo die Schulterkugel sind, wo ist der Ellbogen. So dass es oft gut ist, mag die Augen schließen und wirklich spüren, was heißt das, wenn ich die Schulterblätter zusammendrücke, ne? Ja? Und was heißt das, wenn ich die Schulterkugel so weit wie möglich zur Nase bringe, ne? Okay, gut. So, jetzt verbinden wir die Bewegungen in so ein kreisendes Bewegen der Schulterblätter. Ja, es sind die Schulterblätter. Lassen wir die Ellbogen eher nach unten hängen, ne? Es geht aus den Schulterblättern, ne? Okay, gut. So, jetzt Schulterblätter hoch und wir gehen mit dem Kinn. Nacken hängt natürlich sehr gut zusammen mit der Schulterblatt und Schulter. Und um zu vermeiden, dass wir einfach den Kopf herumreißen, ne? Dann machen wir das mal so, 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 so. Okay, gut. So, jetzt haben wir uns einigermaßen gelockert. Da können wir auch noch diese Hampelmann-Übung machen, dass ich die Arme pendeln lasse, um nicht nach unten zu tun. Die berühmte Testübung ist, dass man den Arm hebt, ne, und sagt, nehmen Sie locker. Und dann lässt man den Arm fallen. Ja? Und der muss wirklich fallen. Wenn der Arm wirklich locker ist, dann fährt er. So, machen wir mal zusammen Schrittstellung. Schrittstellung, heben den Arm, bleiben mit dem anderen Arm und lassen den fallen. Stützen wir uns auf diesen anderen Arm. Und der muss sich zu so pendeln. Ja? Der darf nicht einfach, wenn wir den anschlagen, hier, dann muss er eine Zeit lang wirklich locker pendeln. Ja? Wenn er sowas macht und steht, den ist er nicht locker. Ja? Okay. Gut. Okay. Jetzt haben wir letztes Mal schon die Übungen mit der Elevation, ne, probiert. Das heißt, heben der Schulter und runter. Und haben gesagt, okay, wir wollen das als eine Art Qigong-Übung machen. Also wenn ich nach vorne gehe, dann gehe ich sozusagen nach unten erst. Ich tauche in den Boden ein. Ich tauche in den Boden ein. Und dann gehe ich nach oben und runter. Und wenn ich merke, dass der andere Arm kompensatorisch mitgeht, dann mache ich das mit beiden Armen. Schön in den lockeren Knien. Ne? So. Und ich atme ein in diese gebeugte Hand. Und und ich stelle mir vor, ich habe so eine Kugel um mich herum
eine Kugel, ich stelle drehen und fahre mit den Fingern an den Rändern dieser Kugel so hoch wie möglich, dass ich die Schulter herausziehe. Gut, locker. Machen wir eine kurze Korrektur des ganzen Standbildes. Hatten wir letztes Mal gehabt, war für viele Leute ist es eine Überraschung, dass die feststellen, dass sie nicht stehen können. Ne? Weil das wirklich wahr ist, dass das größte Problem mit den Knien anfängt schon. Also die richtige Stellung optimal ist, dass man auf die Länge seines Fußes die Breite setzt. Ja? Also jeder macht sich so einen richtigen Winkel. Und wenn ich hier den Daumenpunkt mache, dann so ist meine Ferse. Dann lockere Knie. Das hier durchgeschlagene Knie, das ist das Tödliche. Weil durchgeschlagene Knie blockieren den Becken. Ja. Lockere Knie ermöglichen uns, dass wir hier Becken bewegen. Und wenn ich eine Hand auf Schambein hier vorne auf Bauch, Unterbauch und andere Bein ans Kreuzbein lege, ja, dann habe ich praktisch den Becken zwischen den Armen, zwischen den Handflächen und kann das deutlich spüren, wie der sich stellt. Ne? Und sage, ich will das senkrecht haben, nach unten hier, Kreuzbein senkrecht nach unten, bei gelockerten Knien. Die Knie sind nicht in der Hocke, sondern sie kommen nur weg von dieser Sperre in die Lockerung. Und dann senkrecht der Becken, dann Brustbein hochheben, ohne dass die Halterung vom Kreuzbein nachlässt. Die natürliche Tendenz ist, wenn man Brustkorb hebt, dass man Hochkreuz macht. Ne? Dagegen steuern wir hier mit Bauchmuskulatur. Also starke Bauchmuskeln sind auch wichtig. Brustkorb und hier der Faden nach oben, ein Schub, das eher von dem Schädel hinten hochgeht, durch die Wirbelsäule, Kinn kommt zurück. Ne? Test, wenn ich mich in die Bewegung setze und alles andere stimmt, dann sollen die Arme einfach ganz locker pendeln am Körper. Wenn die Haltung nicht optimal ist, gerät die Schulterachse nach vorne und das Pendeln ist nicht möglich, weil es die Beine trifft, die Arme, und dann muss ich die Arme seitlich tragen, was weg von den Pendeln weg. Okay. Korrektur war da. Jetzt gehen wir in die andere Schulterbewegung, die Elevation. Das heißt, wir nehmen den betroffenen Arm, schieben den an den Hosennaht runter, also in die Erde, beugen seitlich und kommen mit Einatmen hoch. Ne? Und ausatmen runter. Und kommen mal wieder hier in die Mitte. Unweigerlich, wenn man sich so langsam und konzentriert mit dem Atem bewegt, unweigerlich kommt man in so etwas wie ein natürliches Qigong, ne? Ein persönliches natürliches Qigong. Weil so ist das Prinzip des Qigong. Mach eine Bewegung, atme dabei ein, und beobachte, was der Rest des Körpers macht. Der will schon was machen. Wenn du das zulässt, ne, dann hast du eine harmonische Bewegung. Ja. Und wieder sind wir, weil wir die Schulter trainieren, nicht wahr? Machen wir die Abduktion, seitliches Heben, sind wir am Rande dieser Kugel. Wir stellen uns diese große Kugel, die wir mit den Fingern abfahren. Ja. Um runter. Ich habe da logischerweise hier diese Stangen gerade. Ja. Ich sitze. Genau. Um runter. Wichtig ist hier der Anfang der Bewegung. Ne? Der Anfang der Bewegung ist Depression, heißt es, Depression des Schulterblattes. Dass ich erstmal mit dem Schulterblatt runtergehe, das war am Anfang trainiert, und dann erst abwinkle. Ne? Das hier der Raum, ich kann mir sogar hier probeweise dieses machen. Depression, Schulterblatt, Kopf zur Seite, ja, damit ich merke, dass hier ein Riesenraum ist. Ne? Okay. Und dann aus dem Gehirn einatmen und aus.
und symmetrisch beide Arme. Okay, also wir hatten die Elevation, die Abduktion und jetzt die Rotation. Ne? Locker die Knie. Zu der Rotation haben wir uns eine Übung ausgesucht, die aus dem PNF-Muster kommt, aber ich nenne sie Schwertziehen. Ne? Wir machen ein Schwert, Daumen geht nach unten zur Hüfte und jetzt dreht sich das, faltet sich das auf. Ich zeige mit dem Daumen nach hinten hoch, hinter dem Kopf und zurück ausatmen. Als ob ich ein Schwert würde in die Scheide bringen. Ne? Und ein. Und aus. Wichtig ist, dass hier die Rotation in der Rotatorenmanschette über den ganzen Raum, mit dem ganzen Bewegungsablauf sich ausfaltet, ja, und wieder zurückfaltet. Später wird man diese Übung mit Widerstand machen. Ne? Okay. Ein und aus. Und wenn wir wieder gucken, was der Rest des Körpers machen will, dabei dann ist zu beobachten, dass wenn ich den Schwert ziehe, dann hebt sich die Ferse hier. Ich gehe praktisch so ein bisschen zur Seite. Ne? Und dann gehe ich mehr auf den Fuß hier und habe so eine Art elegante Bewegung. Der andere Arm kompensiert auch, bewegt sich auch in Gegenrichtung. Und wenn wir das fortsetzen, die angefangene Bewegung, dann haben wir durchaus schon eine Qigong-Bewegung drin. Ne? Okay. Und dann bleibt uns nur noch zu realisieren, dass bei der Wahnschigung Atemenergie, dass die Qi, die Lebenskraftenergie bei den Händen beim Einatmen durch die Innenseite hochfließt, geht in den Körper rein und bei der Ausatmung durch die Außenseite runterfließt. Ja. Und so können wir das begleiten mit dem Atem. Und stellen wir vor, beim Einatmen, dass durch die Poren der Haut Energie in unsere Schulter reinfließt und beim Ausatmen die Hand runterfließt. Und hier saugen wir die Energie rein aus den Bergen, aus den Himmeln, aus den Wolken, aus dem Wald, weil Qigong wird ja meistens in der Natur geübt. Ne? Okay. Nase ein, Mund aus mit der Lippenbremse. Gut, prima. Immer wieder zwischendurch. Korrektur der Haltung, Knie, Becken, Brust, den Kopf. Und mich so ein bisschen in Gehen versetzen und gucken, ob meine Arme locker sind. Dass ich pendel. So, das war also, meine Damen und Herren, das war ein kurzer Abriss meiner Auffassung der aktiven Übung nach einer Schulteroperation, wo man Elevation, Abduktion, Rotation verbindet mit Konzentration, Körperhaltung und Atem. Ciao. Okay.